extremistisch. Echte Männer sind recht. Einen wunderschönen Sonntagabend und herzlich willkommen zur 257. Folge der Honigwabe. Und damit auch willkommen an meinen wundervollen Co-Host Kadir H. Ja, hallo, schön hier zu sein, Schlomo. Damit zu einem der heutigen Hauptthemen kommen wir zur Debatte Biden gegen Trump, die vorgezogen wurde auf das Drängen von Bidens Team hin. Was ja mich schon im Vorhinein überrascht hat. Normalerweise wollten die ja eigentlich den Debatten komplett aus dem Weg gehen. Die waren auch damals 2020 ganz zufrieden damit, dann mit Corona von Trump eine Ausrede zu haben, Town Hall komplett ausfallen zu lassen. Die haben argumentiert, dass wegen dem Early Voting, das bald beginnt, man jetzt schon den Leuten ermöglichen sollte, sich ein Bild zu machen. Und ja, das wurde dann gemacht. Wir werden gleich drüber reden, wie das so gelaufen ist. Zunächst, Biden hat sich exzessiv darauf vorbereitet. Er hat wochenlang, die er übrigens komplett von der Bühne verschwunden ist, der Medien und der Politik, sich komplett zurückgezogen hat, jeden Tag eine Art Mock-Debatte, wie sie es genannt haben, gemacht, eine Scheindebatte mit irgendwelchen Angestellten von ihm, die so getan haben, als wären sie Trump, hat Antworten auswendig gelernt und so weiter und so fort. Tja, und dann kam die Debatte und folgendermaßen ging sie los. Erstmal einfach nur das Gehen auf die Bühne. Now please welcome the 46th President of the United States, Joe Biden. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich dachte mir direkt in diesem Moment schon, im ersten Moment, wo ich ihn sah, der sieht nicht crispy aus, der sieht nicht gut aus. Dieser Zeigefinger auch, ne? Ich hätte das gelassen, wenn ich so dermaßen, ja, hölzern bin. Keine Ahnung, das sah schon mal so aus, als wenn das wirklich, wirklich gut werden könnte. Ich hatte das halt nur gehört und nicht gesehen. Ich habe mir Kopfhörer in die Ohren gemacht und dann halt gehört, weil ich zu tun hatte, musste mich fertig machen und dann zur Arbeit und so. Dann hast du ein Highlight gar nicht mitbekommen. Also ein Highlight von beiden. Ach so, ja gut, dann im Nachhinein, ne? Aber ich meine, das Highlight einfach nur von seiner Visage, während Trump geredet hat. Diesem offenen Mund. Ja. Ich habe die Best-ofs wahrscheinlich in 10 verschiedenen Compilations oder sowas gesehen. Das ist Seniorenmissbrauch, was da abgeht. Mich hat das krass an meinen Großvater. Er hat schon der Gang dahin, aber heute, als ich mir die Compilation eingezogen habe, die du nachher noch zeigen wirst, da musste ich wieder krass an meinen Großvater denken. Als es mit dem zu Ende ging und der litt am Ende, wir sind uns nicht ganz sicher, weil die Familie, die ist so ein bisschen eigen. Wir vermuten, es war Alzheimer, auf jeden Fall aber auch Demenz so im Allgemeinen. Und körperlich hatte der sich unter Kontrolle. Also das war so schlimm, dass er nicht mehr alleine aufstehen konnte. Wir haben das dann irgendwann geübt und da hat er übrigens noch Jahre gelebt, als wir das dann damals geübt haben. Was, wenn er hinfällt? Er konnte nicht mal mehr aufstehen. Muss ich ihm sagen, Opa, du musst jetzt erstmal so auf den Bauch drehen. Und wenn ich daneben stand, war das okay. Und wenn wir das dann dreimal geübt haben und ich meinte, okay, dann mach mal alleine, keine Chance mehr. Ja, da muss ich halt an meinen Großvater denken. Also dieser Mann, Biden, ist durch. Der ist komplett durch. Es ist Missbrauch eines Senioren, der in ein Seniorenheim gehört oder in die liebenden Hände seiner Kinder oder sowas, Pflege zu Hause, das ist eine Schande, was da abgeht. Ich weiß nicht, ob das unbedingt besser wäre bei seinen Kindern. Also dem einen, das noch lebt von den beiden. Ja. Tja, wir machen erstmal einen kleinen Zeitsprung. Das hier ist eine Minute später oder so die allererste Frage der Debatte, die sich an Biden richtet, wo mir, als ich live gehört habe, ehrlich gesagt gar nichts aufgefallen war. Denn er hat sich da nicht großartig verhaspelt, er hat da nicht seinen Train of Thought komplett verloren, er war da nicht am Stammeln oder so. Aber was er sagt, ist dann doch kurios. What do you say to voters who feel they are worse off under your presidency than they were under President Trump? We got to take a look at what I was left when I became president and what Mr. Trump left me. We had an economy that was in free fall. The pandemic was so badly handled. Many people were dying. All he said was, it's not that serious. Just inject a little bleach into your arm. You'll be all right. The economy collapsed. There were no jobs. Unemployment rate rose to 15%. It was terrible. And so what we had to do is try to put things back together again. And that's exactly what we began to do. We created 15,000 new jobs. Er rühmt sich also damit, dass er nach Trumps Präsidentschaft, also 2021, 22, 23, 24, insgesamt 15.000 Jobs erschaffen hat. 15.000 Jobs, während unter Trump, während Corona alles eingestampft wurde, alles dicht gemacht wurde, sonst wie viele Jobs weggefallen sind. Er hat dann wieder aufgemacht im Jahr 2022 und dabei rumgesprungen sind 15.000 Jobs.
Zum Vergleich, in der Uniklinik in Heidelberg arbeiten 15.000 Leute. Auf alle Jobs, die momentan besetzt sind in Amerika, sind das übrigens weniger als 0,01% nach Corona, nachdem er wieder alles aufgemacht hat. Er wollte natürlich hinaus auf 15 Millionen Jobs, was auch kein gutes Argument ist, eben wegen Corona. Er hat erstmal ja die Sachen noch viel restriktiver gemacht als Trump. Es wäre ein gutes Argument, wenn das ein Libertärer wäre, der gesagt hätte, alles, was Trump gemacht hat während Corona, das war schon viel, viel zu restriktiv und dann an Tag 1 gesagt hätte, okay, alles wieder aufmachen. Dann wäre es ein gutes Argument, ich war besser als Trump, ja. Aber er war ja restriktiver als Trump und hat dann davon profitiert, dass die große Corona-Psyop sich dem Ende zugeneigt hat und ja, er halt wieder alles aufmachen konnte. Nach ungefähr 9 Minuten kam dann der die Debatte definierende Moment, der Moment, der am allermeisten geklippt wurde. Es ging um das Thema Sozialsysteme und Biden sagte dazu das hier. Making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death, and he's destroying Medicare. Das war der Moment, in dem ich mir dachte, oh, das wird gut. Das wird richtig, richtig, richtig gut. Ich habe das mal auf Deutsch übersetzt. Einfach damit wir, ja, keine Ahnung, diesen Wahnsinn oder diesen Hirnfurz nochmal ordentlich begutachten können. Wir müssen sicherstellen, dass wir unser Gesundheitssystem weiter stärken. Wir müssen sicherstellen, dass wir jede einzelne Person dazu berechtigen, alles, was ich machen konnte mit dem Covid, Entschuldigung. Wir müssen uns kümmern um alles, was wir tun müssen. Schaut, wenn wir haben endlich die Krankenversicherung besiegt. Darauf dann Trump, er hat recht, er hat die Krankenversicherungen besiegt, er hat sie umgebracht und zerstört. Was auch schon stilvoller war, als man es von Trump häufig in der Vergangenheit gewohnt war. Er war handsam, das hat mich auch so aufgeregt, der Rieck, Professor Christian Rieck, der ist ja eigentlich ein Typ, der kein Blatt vom Mund nimmt. Also das ist jetzt nicht ein Offenrechter, so, aber der quatscht kein blödes Zeug, zumindest in 99 von 100 Fällen nicht. Und der hat halt eine, naja, Spieltheorie, technische Betrachtung dieser Debatte gemacht und hat in seiner Überschrift dann irgendwie gesagt, Seniler gegen Clown, wer gewinnt? Und ist jetzt eine Kleinigkeit, weil in seinem Video selber ist er jetzt darauf nicht so krass eingegangen, aber ich fand das generell unverschämt, auch bei den paar Idioten, die sich in so eine Richtung geäußert haben auf Twitter, das war der handzahmste Trump, den ich jemals gesehen habe. Der war nicht unter der Gürtellinie, der hat keine blöden Witze gemacht, der Typ war so, wie diese Idioten sich angeblichen Politiker vorstellen. Und dann ist es trotzdem nicht genug, weißt du? Und es gab so viel Angriffsfläche, ne? Er hätte ihn richtig mobben können damit. Er hat es ja sogar in der vergangenen Debatte 2020 versucht an einem Punkt, bei einem wesentlich weniger schlimmen Moment, wo Biden nicht verstanden hat, dass er sich verglichen hat mit Abraham Lincoln und nicht gesagt hat, er ist Abraham Lincoln. Da waren hier deutlich saftigere Dinger. Und ich glaube eigentlich, das war die richtige Strategie. Also ich glaube, das für sich stehen zu lassen und vielleicht ja so ein bisschen humorvoll kommentieren, wie jetzt hier mit dem: Ja, ich stimme ihm zu, er hat recht, er hat die Krankenversicherung umgebracht. Das war der richtige Move. Wenn er da zu hart drauf umgeritten wäre, dann hätte das wahrscheinlich auch eher noch eine Wagenburg-Mentalität ausgelöst unter den Medien, unter Bidens Verbündeten. So steht er halt komplett alleine da und es spricht halt für sich. Ne? Garniert oder nicht garniert durch diese bissigen Trump-Kommentare, kommt das eigentlich sogar noch besser. Wie man sich denken konnte, wurde das Thema lange auf das Thema Abtreibung geführt. Weil das halt ein Thema ist, bei dem die Demokraten eigentlich ganz gut im Sattel sitzen, vor allem vor den Wahlen. Sie können da den Leuten relativ erfolgreich einreden, dass die Republikaner radikale Irre sind, die in die Uterusse von Frauen reinregieren wollen, denen sagen wollen, was sie in ihrem Körper machen sollen oder und so weiter und so fort. Und insofern war Trump da etwas vorsichtiger und hat sogar ausgesprochen, dass er sich hier zurückhält bei dem Thema, denn man muss ja auch gewählt werden. Hier ist der Clip. And frankly, I think it's important to believe in the exceptions. Some people, you have to follow your heart. Some people don't believe in that. But I believe in the exceptions for rape, incest, and the life of the mother. I think it's very important. Some people don't. Follow your heart. But you have to get elected also. And because that has to do with other things. You got to get elected. Nope. And frankly... Eigentlich eine Steilvorlage für Biden oder auch die Moderatoren, die ja in der Vergangenheit auch gerne mit Trump diskutiert haben. Diesmal erfrischend wenig, denn er hat ja quasi gesagt, ja gut, ich mache das hier ein bisschen handsamer, als ich das unter 4 Augen machen würde, denn ich muss ja auch gewählt werden. Insofern will ich jetzt kein krasses Ding hier raushauen zum Thema Abtreibung. Was macht Biden aber daraufhin?
Er lenkt das Thema von vermutlich seinem stärksten Feld oder einem der stärksten Felder der Demokraten während den Wahlen auf sein schwächstes, aufs Thema Migration. Das war so krass, also hat er versagt wie an keiner anderen Stelle. Das war so krass. Ja, da merkt man einfach, alles, was ihm gerade so in den Kopf kommt, was ihm gerade einfällt, spricht er einfach aus. Ne? Da ist kein Filter, keine Strategie, gar nichts. Hier ist der Clip. The idea that states are able to do this is a little like saying, we're going to turn civil rights back to the states. Let each state have a different rule. Look, there's so many young women who have been, including a young woman who just was murdered. And he went to the funeral. The idea that she was murdered by an immigrant coming in. They talk about that. But here's the deal. There's a lot of young women are being raped by their in-laws, by their spouses, brothers and sisters, it's just ridiculous. And they can do nothing about it. And they try to arrest them when they cross state lines. Thank you. Was jeder normale Mensch an Bidens Stelle gemacht hätte, wäre etwas zu sagen wie, Trump hat gerade zugegeben, dass er sich hier harmloser gibt, als er es eigentlich ist bei diesem Thema. Trump will den Frauen vorschreiben, was sie tun sollen mit ihrem Körper. Trump ist ein radikaler Irrer und will euch eure körperliche Selbstbestimmung wegnehmen und halt ums Verrecken auf dem Thema Abtreibung draufbleiben. Was macht er? Trump, du bist auf die Beerdigung von einer Frau gegangen, die von Migranten umgebracht wurde. Dazu will ich aber auch sagen, dass Frauen hier auch umgebracht werden von den eigenen Familienmitgliedern und irgendwelchen... Nee. Nicht? Fahre mal kurz fort. Ja, irgendwelchen anderen Amerikanern, nicht nur Migranten. Mhm. Nee, da nicht. Also er sagt, dass Frauen hier auch, also Frauen haben alle möglichen Probleme, Frauen werden hier auch vergewaltigt, auch von Familienmitgliedern, zum Beispiel von ihrem Bruder oder ihrer Schwester. Das sagt er wortwörtlich. Mhm. Also es ist ein Problem, das ist eine Epidemie eines derartigen Ausmaßes, dass man das bei einer Präsidentschaftsdebatte ansprechen muss, dass Frauen in den USA von ihren Schwestern vergewaltigt werden. Wohlgemerkt, während das Thema gerade Abtreibung ist, ne? Während das Thema Roe v. Wade ist, also dieses Gesetz, das gekippt wurde, also dieses Grundsatzurteil eigentlich, das gekippt wurde, das besagt hat, dass in den gesamten Vereinigten Staaten doppelt so lange abgetrieben werden kann wie in Deutschland, staatenübergreifend, und dafür gesorgt hat, also durch die Benennung von konservativen Richtern hat Trump dafür gesorgt, dass das jetzt wieder den Staaten selber obliegt, wie sie das regeln wollen. Und bei diesem Thema, bei dem er einiges zu gewinnen hätte vor einer Wahl, lenkt er das Thema dann darauf, dass Trump die Beerdigung besucht hat von einer Frau, die vom Migranten umgebracht wurde, während Frauen doch auch vergewaltigt werden von ihrer eigenen Familie. Sehr, sehr, sehr eigenartig. Ja. Das wirkt wie irgendwas, keine Ahnung, was er überhört hätte oder was ihm eingequatscht wurde, mal als Talking Point von irgendeinem aus seinem Team oder so, ne? Was ihm da dann jetzt spontan einfiel, weil das Thema sind ja Frauen und Trump hat gesagt und ja, halt keine Strategie, kein Gedanke dahinter, einfach nur absolut irre. Wir haben ja gerade schon angesprochen, dass Trump relativ zurückhaltend war, was Bidens mentalen Verfall anging. An einer Stelle hat er es aber doch konkret angesprochen und das war diese hier. People coming across the border illegally, it's better than when he left office. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Auch das habe ich nochmal Wort für Wort auf Deutsch übersetzt, damit wir es ein wenig genießen können. Ich werde weitermachen, bis wir das totale Verbot bekommen von die totale Initiative relativ zu dem betrachtet, was wir mit mehr Grenzpatrouillen oder Einwanderungsbehördenbeamten machen könnten. Daraufhin dann Trump, ich weiß wirklich nicht, was er am Ende dieses Satzes sagen wollte und ich glaube, er weiß es auch selber nicht. Tja. Das war ein sehr, sehr schöner Moment, ja. Da ist er, also das war der bissigste Moment von Trump, ne? Ja, das war wahrscheinlich das, handsam, wo er am meisten unter die Gürtellinie gegangen ist, auf jeden Fall, was das mentale Verfallsthema anging, was eigentlich dann das Schattenthema der gesamten Debatte war. Ne? Eigentlich war das alles nur eine große Show mit der Fragestellung, wie fit ist Joe Biden noch im Kopf? Und die Antwort war nein. Die Antwort war einfach nein. Ja. Tja, der lustigste Moment in der Debatte, abgesehen von diesen Aussetzern, auch wenn auch dieser Moment davon nicht verschont geblieben ist, das war, als sie darüber gestritten haben, wer besser Golf spielt. Der Kontext ist hier, dass Trump zuerst die Frage gestellt bekommen hat, nach seinem Alter und seiner kognitiven Eignung noch das Amt auszuführen und so weiter. Und darauf hat er dann geantwortet, unter anderem damit, dass er Championships, nicht mal Senioren-Championships, im Golf gewonnen hat. Und daraus entbrannte dann ein Streit zwischen den beiden Kandidaten. Hier ist der Clip. I took 2 cognitive tests. I took physical exams every year. And you know, we knock on wood, wherever we may have wood, that I'm in very good health. I just won 2 club championships, not even senior.
two regular club championships. To do that, you have to be quite smart, and you have to be able to hit the ball a long way. And I do it. He doesn't do it. He can't hit a ball 50 yards. He challenged me to a golf match. He can't hit a ball 50 yards. I think I'm in very good shape. I feel that I'm as in good a shape as I was 25, 30 years ago. Actually, I'm probably a little bit lighter, but I'm in as good a shape as I was years ago. I feel very good. I feel the same. But I was willing to take a cognitive test. And you know what? If I didn't do well, I aced him. Dr. Ronnie Jackson, who's a great guy when he was White House doctor. And then I took another one, a similar one. And both, one of them said they'd never seen anybody ace him. Thank you. President Biden? You can see he is 6'5" and only 225 pounds, or 235 pounds. Well, you said 6'4", 200. Well, anyway, that's what you're, anyway. Just take a look at what he says he is and take a look at what he is. Look, I'd be happy to have a driving contest with him. I got my handicap, which when I was vice president, down to a 6. And well, by the way, I told you before, I'm happy to play golf if you carry your own bag. Think you can do it? That's the biggest lie, that he's a 6 handicap of all. I was an 8 handicap. Yeah. 8? Never. But I have, you know how many? How, I've seen your swing. I know your swing. Let's not act like children. Auch das hier eigentlich ein Elfmeter für Biden. Biden könnte sich zum einen darüber lustig machen, wie albern Trump hier wird, dass er bei der kognitiven Eignung dann darauf zu sprechen kommt, wie gut er Golf spielen kann. Ne? Und zum anderen könnte man auch noch so ein Klassending daraus machen. Irgendwie die jungen Sozialisten da so ein bisschen aufwiegeln gegen Trump. Oh, der ist so bourgeois, der redet darüber, wie toll er Golf spielen kann in der Präsidentschaftsdebatte, um zu zeigen, dass er sich noch eignet. Der denkt wohl, nur Leute, die Golf spielen, sind was wert oder irgendwas in diese Richtung. Also nicht so ausgesprochen, aber halt andeutungsweise. Stattdessen streitet er sich dann mit Trump darüber, wer besser Golf spielen kann und sagt, wie toll er geworden ist, während er Vizepräsident war. Währenddessen hat er offenbar nur Golf gespielt. Also absolut unglaublich. Meine, das kommt beim Wähler an, ne? Wenn der Wähler muss sich doch verarschen. Wenn dir der Präsident, der damalige Vizepräsident, ja, erzählt im Nachhinein, dass er während der Zeit als Vizepräsident sein Handicap um 2 Punkte verbessert hat, dann fragt sich der normale Wähler, was hast du eigentlich sonst da so gemacht? Das Ding war einfach Comedy Gold. Ich habe mir das Ganze auch nochmal auf Deutsch übersetzt, denn gerade diese Trumpismen, diese Trump-Art zu reden, die machen sich sehr schön auf Deutsch übersetzt. Trump sagte, um das zu schaffen, also die Championships zu gewinnen, muss man den Ball sehr weit schlagen. Und das tue ich. Er tut das nicht. Er kann Bälle nicht mal 45 Meter weit schlagen. Er hat mich zu einer Partie Golf herausgefordert, aber er kann den Ball keine 45 Meter weit schlagen. Darauf Biden dann. Er hat gesagt, er wiegt so und so viel, irgendeine Zahl. Darauf dann Trump, das habe ich nicht gesagt. Naja, du hast gesagt, wie auch immer. Guckt euch an, was er sagt, was er ist und was er ist. Schaut, ich würde gerne mit ihm Golf spielen. Als ich Vizepräsident war, habe ich mein Handicap auf 6 reduziert. Und ich habe dir vorher schon gesagt, ich spiele gerne mit dir Golf, wenn du deine eigene Golftasche trägst. Kannst du das machen? Trump daraufhin. Ja, Alter. Also stellt euch die beiden vor. Wer von den beiden ist eher geeignet, die eigene Golftasche zu tragen? Wer ist körperlich fitter? Für jeden Menschen sichtbar. Das war die größte Lüge von allen, dass er ein Handicap von 6 hätte. Darauf dann beiden, ich hatte ein Handicap von 8. Ja, und das hast du immer noch. Aber ich habe deinen Abschlag gesehen. Ich kenne deinen Abschlag. Biden will dann noch weiterreden. Daraufhin überfährt ihn dann Trump mit, führen wir uns mal nicht weiter wie Kinder auf, Joe. Absolut unglaublich, ne? Dass Trump, schafft das mal, als der Kindische rüberzukommen, in einer Debatte, in der Trump darauf zu sprechen kommt, wie toll er Golf spielt. Es ist absolut unglaublich. Wunderschöne Sache. Tja, danach wurde noch, unter anderem von Infowars, ich weiß nicht, ob das die ursprünglichen Urheber waren oder nur eine von den Urhebern, ein Handyvideo davon geleakt, wie die beiden von der Bühne gegangen sind. Trump halt normal, und wir können hier drüber reden, hier ist kein Ton drauf. Biden sehen wir gleich rechts. Also erstmal Trump geht hier stinknormal von der Bühne. Ja, vielleicht ein bisschen langsam, aber wollen wir mal nicht zu viel daran rummäkeln. Und Biden will sich dann noch vergnügen mit den Moderatoren und wird übrigens jetzt geführt von seiner Frau Jill Biden, die wir gleich auch noch einmal sehen werden. Die führt ihn jetzt hier die Treppe herunter. Ganz, ganz vorsichtig. Ich will daran erinnern, dass mal der Spiegel... Original wie mein Großvater damals. Original so. Ich will daran erinnern, dass der Spiegel mal einen Artikel darüber geschrieben hat, dass Trump langsam eine angeblich rutschige Laufbahn oder Treppe zu einem Flugzeug herabgestiegen ist. Tja, absolut unglaublich.
Die Frau von Biden, Jill, hat ihn dann auch noch mitgenommen auf eine Veranstaltung vor Unterstützern, auf der sie das Folgende gesagt hat. Joe, you did such a great job. You answered every question. You knew all the facts. And let me ask the crowd, what did Trump do? Why? Yes. Du hast alle Fragen beantwortet. Du hattest alle Fakten. Hat man mit deinem Opa auch manchmal gesprochen, wie mit einem Kind? Jein. Also sowas Dämliches hat nie jemand rausgehauen, aber du musstest, also diese Aussage ist ja auch in dem Umstand geschuldet, dass er da gerade auf der Bühne steht. Glaub mir mal, zu Hause erzählt die ihm nicht, du hast alle Fragen beantwortet. Da werden die sich noch austauschen darüber, was er jetzt essen möchte oder so. Also als mein Opa in diesem Zustand war, körperlich, war er bereits mental so weit, dass er die Uhr nicht mehr lesen konnte. Dem konntest du eine Uhr hinhalten, Punkt 11 oder so, und der hat dir gesagt, keine Ahnung. Tja, und darüber hinaus dann noch der Umgang auch mit den Supportern, mit den Unterstützern da. Und was hat Trump gemacht? Gelogen! Ja! Jetzt alle im Chor. Absolut unglaublich. Ja. CNN und diverse andere haben danach Umfragen gemacht, CNN direkt im Anschluss, das waren ja die, die die Debatte gehostet haben, an die Debatte, und haben dabei herausgefunden, dass 67% dachten, dass Trump gewonnen hat, was hart gesprungen ist. Sie haben das verglichen mit den Vorannahmen, also was die Leute vorher gedacht haben, wer gewinnen würde. Das waren vorher auch schon 55%, aber nach der Debatte waren es quasi alle oder an die 70% haben gesagt, dass Trump gewonnen hat. Das hier ist was, was es gibt halt offensichtlich in jeder Gesellschaft dann 33% wirklich Geisteskranke, die ihre politische Gesinnung über alles stellen und halt offensichtliche Fakten nicht anerkennen. Also wenn man das objektiv messen könnte, ja, dann würde kein Messinstrument der Welt zum Ergebnis kommen, dass das Ding vielleicht doch Biden gewonnen hat. Also die Antwort ist klar für jeden Menschen auf der Welt, das Ding hat Trump gewonnen. Ob du das jetzt willst oder nicht, das musst du ja nicht gut finden. Ja, aber da noch zu antworten, nee, Biden hat gewonnen. Was hat, wie viel, 33% gemacht haben? Oder, nee, 23 waren es nur. 33, ja, das ist also... Sie wollen es halt nicht sehen. Ich denke, die würden sich dann beziehen auf den großen Medienframe. Trump hat aber die ganze Zeit gelogen und Joe hat die ganze Zeit die Wahrheit gesagt. Das war ja, worauf sie sich dann gestürzt haben. Das liest du auch in jedem deutschen Medium nach. Ne? Also ja, Biden Gemüse, Biden komplett durch den Wind gewesen, aber Trump hat nonstop gelogen. Ja. Hast du das Ding mit den White Supremacists drin? Ich glaube nicht. Okay, weil die brutalste Lüge, die geäußert wurde während der Debatte, die kam ebenfalls von Biden. Da hat er mal wieder erzählt, dass Trump vor 4 oder 5 Jahren oder sowas, als in Charlottesville Neonazis und Rechtsextreme demonstriert haben und Heil Hitler und ähnliche Sachen skandiert haben. Und diverse Mali-Leute auch, ne? Unite the Right. Das war ja ein Riesending. Ja. Da hätte Trump wohl vor laufender Kamera gesagt, dass es auf beiden Seiten, also da gab es halt auch Gegendemonstranten, dass es auf beiden Seiten ganz hervorragende Personen gab. Er hat das damals zu dem Mythos erklärt, wieso er sich als Präsidentschaftskandidat zur Verfügung gestellt hat, weil das war für ihn so schockierend, ja, dass die Leute diese Sachen sagen. Und dann sagt der amtierende Präsident, das sind auf beiden Seiten, ja, also sowohl die, ja, die Heil Hitler rufen und so weiter, als auch die Gegendemonstranten, da wären ganz feine Leute bei gewesen. Deshalb hat Biden sich überhaupt zur Wahl gestellt. Und wenn man sich dann dieses eine Video, was es davon gibt, in Gänze reinzieht, und in Gänze heißt 10 Sekunden zuvor ebenfalls, also 10 Sekunden früher anfangen, als Biden anfängt in seiner Erzählung, dann bekommst du mit, dass Trump dort explizit zweimal sagt, dass es ihm nicht um die Neonazis und White Supremacists geht, sondern um die anderen Demonstranten, die da waren. Ja? Und da hat er auf beiden Seiten völlig korrekte Leute gesehen und bla 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 bla. Das hier hast du mir geschickt. Das hier sind die Buchmacherquoten auf die Wahl, wo Biden enorm abgestürzt ist auf 30%. Vorher war er nahe 50%, also vielleicht so bei 47% oder so. Jetzt auf 30%. Und Trump ist geklettert auf 59%. Ja. Was so zu erklären ist, also da fehlen jetzt ja immer noch 10% oder 11%, dass man eben auch davon ausgehen könnte, dass Biden noch ersetzt wird durch etwa Newsom oder so. Was aber ein Problem gibt, wie ich jetzt gehört habe. Also Newsom könnte nur kommen, wenn Kamala Harris nicht als VP wieder antritt. Denn sie kommt aus demselben Bundesstaat wie er. Genau. Also Präsident und Vizepräsident dürfen nicht aus demselben Bundesstaat kommen. Das wäre da dann aber der Fall. Also müsste man Kamala Harris auch absägen.
schwierig. Ja, was wirklich schwierig ist, weil sie halt, also auf jeden Fall geframed wurde als schwarze Frau. Ich weiß jetzt nicht, wie viel afrikanisches Blut da wirklich drin ist. Ich würde raten, im Promille-Bereich oder so. Ich glaube gar nichts. Ich meine, dass die halb Inderin, halb weiß ist. Ja, trotzdem, weil es halt damals die Black Lives Matter-Zeit war, wurde dann eine schwarze Frau aus ihr. Insofern musst du dann immer noch deinen eigenen Irren erklären, dass du jetzt eine schwarze Frau ersetzt mit einem weißen Mann oder, ja, keine Ahnung, vielleicht will Clinton ja nochmal, vielleicht will Clinton als VP. Das wäre so lustig, ne? Newsom Clinton, ja. Junge. Ja. Tja, was ich tatsächlich... Ja, Biden hat ja angekündigt, dass er sehr wohl weiterhin kandidieren wird. Ja, und hat bereits die nächste Debatte angeleiert für, ich glaube, September. Also, Biden bleibt dabei. Er hat keinen Bock abzutreten. Die Leute, die Biden aus dem Hintergrund offensichtlich steuern, die bleiben dabei. Es gibt ja die Verschwörungstheorie, dass genau dieses Team, die Leute, die jetzt die Debatte so früh angesetzt haben, das getan haben in dem Wissen, dass das ungefähr so laufen würde, damit noch genug Zeit wäre, ihn zu ersetzen. Aber es stimmt, es sieht erstmal nicht so aus. Also auch Obama hat ihm den Rücken gestärkt. Insofern, es sieht so aus, als würde er der Kandidat bleiben. Mich hat auch verwirrt. Oder überrascht. Ich habe, nachdem ich die Debatte gesehen habe, ich habe extra geguckt, dass ich vorher nicht geprimed bin durch irgendwas. Ne? Dass ich überhaupt keine Medien konsumiere, überhaupt nicht auf Twitter rumscrolle oder so, sondern einfach nur die Debatte gucke. Ich habe mir gedacht, das war eine Katastrophe für Biden, aber die werden das schon noch irgendwie schönreden. Die werden es versuchen. Ne? Die werden jetzt nicht sagen, das war eine absolute Katastrophe. So wie vorher. Ich meine, das hier ist ein Artikel vom 22.06., also vor ein paar Tage vor der Debatte. Da hat die Tagesschau noch über die Verschwörungstheorie geschrieben, dass Biden gesundheitlich abbaut und dass, um die zu befeuern, diverse Fake-Videos von ihm verbreitet werden. Entweder Deepfakes oder falsch zusammengeschnittene, aus dem Kontext gerissene Videos oder so. Ne? Ja, der fällt da halt eine Treppe runter, aber das ist aus dem Kontext gerissen. Ne? Du weißt nicht, was die Treppe vorher gemacht hat. Also nach der Debatte ist jetzt die Rede von Panik, Desaster, er muss weg und so weiter und so fort, sowohl in den deutschen als auch in den amerikanischen Medien. Habe ich nicht mit gerechnet. Das war nochmal versucht zu finden, konntest du nicht mehr finden. Es ist auch ein Bild rumgegangen auf Twitter von der New York Times, was übrigens nach wie vor als konservatives Medium gilt, also ähnlich wie bei uns die FAZ, ja, obwohl das der letzte Dreck ist und ein Demokratenblatt ohne jeden Zweifel. Die haben eine Umfrage gemacht unter ihren Angestellten und hast du das Bild gesehen? Nee. Da waren alle, also du hattest halt die Mittellinie, ne, da war es halt unentschieden. Dann hattest du die linke Seite, hätte geheißen, Biden hat gewonnen und rechte Seite geheißen, Trump hat gewonnen. Und alle, bis auf zwei, der Angestellten der New York Times oder der wichtigen Angestellten der leitenden Redakteure, so, ich weiß nicht ganz genau, da waren so 10 Gesichter abgebildet oder so, die waren eindeutig rechts von der Mittellinie, also waren der Meinung, dass Trump das Ding gewonnen hat. Zwei waren genau auf der Mitte. Und das waren offensichtliche Diversity-Hires, die waren nämlich beide schwarz. Also die konnten sich nicht dazu durchringen, zu erkennen, dass Biden das Ding komplett verkackt hat. Alle anderen, selbst bei der New York Times, haben gesagt, das Ding hat Biden komplett verkackt. Ich meine, das hat jetzt Biden wieder etwas rehabilitiert, was seinen alten Ausspruch angeht, wenn du den nicht weißt, wen du wählen sollst, mich oder den Typ, dann bist du nicht schwarz. Ne? Die wussten offenbar, wen sie wählen sollen, denn sie sind schwarz. Sie wussten sogar, wer die Debatte gewonnen hat, denn sie waren schwarz. Und ich meine, da sind wir ja schon beim Thema, das war allen schon vor Monaten, was heißt Monaten, vor Jahren klar. Wir haben damals bei der 2020-Wahl Monate davor schon damit verbracht, Videos auf Videos zu häufen davon, wie der Typ ein Gemüse geworden ist. Ne? Es gibt Compilations von seinen Alzheimer-Anfällen, die füllen Stunden. Ich habe hier mal ein paar Highlights herausgesucht. Gucken wir erstmal das hier. America is a nation that can be defined in a single word. I was going to put him... Ja, absoluter Klassiker. Amerika lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Ich meine, wir haben es hier zu tun mit einem Mann, der vom Teleprompter Ende des Zitates Zeile wiederholen mit abliest. Hier ist der Clip. Power. It is noteworthy that the percentage of women who register to vote and cast a ballot is consistently higher than the percentage of the men who do so. End of quote. Repeat the line. Women are not without electoral and or political or maybe precise, not and or political power. That's another saying that you, the women of America, can determine the outcome of this issue. I don't think the court or for that matter the Republicans. Oder erinnerst du dich vielleicht noch daran, wie er damals nach dem chaotischen Rückzug aus Afghanistan vom Osterhasen von der Presse weggeführt wurde? Hier ist der Clip.
Oder vor der Wahl 2020, da haben sie ja, wie ich schon kurz am Anfang angesprochen habe, ein Town Hall, also normalerweise die Debatte der beiden Kandidaten vor einem großen Publikum, das dann auch Fragen stellen kann, abgehalten ohne Trump bei CNN, wo ihm natürlich, wie man sich denken kann, nur Gefälligkeitsfragen gestellt wurden. Und neben seinem kurzen Aussetzer, wo er da, ja keine Ahnung, die Hände, die Fäuste so vor sich ausgestreckt hatte, als wenn er auf einem unsichtbaren Jetpack fliegen würde, hat er da sowas hier gesagt. You got the vaccination? Yeah. Are you okay? I mean, you seem, no, it works. Or you know, or the mom and dad, or the neighbor, or when you go to church, or when you're, no, I really mean it. There are trusted interlocutors. Think of the people. If your kid wanted to find out whether or not there's a man on the moon or whatever, you know, something, or you know, whether those aliens are here or not. You know, who are the people they talk to beyond the kids who love talking about it? Und man kann davon ausgehen, bei solchen wichtigen Auftritten, dass das schon auf sonst was für ein Zeug war. Ne? Er hat damals ja auch verweigert, einen Drogentest oder Medikamententest zu machen vor den Debatten. Das wollte er auf keinen Fall. Gerade wenn da, also wenn er wirklich nichts intus hat, keine irgendwie leistungssteigernden oder demenzhemmenden Medikamente, dann wäre das ja eine super Gelegenheit gewesen zu sagen, hey, du Idiot, ja gut, gib her den Test, dann machst du aber auch einen und dann lache ich mich tot über deine Verschwörungstheorie. Ne? Das hätte man komplett aufräumen können, so. Aber wollte man aus irgendeinem Grund nicht. Was ich, obwohl wir gerade gesehen haben, dass er schon 2020 stark in Richtung Gemüse ging, auch noch beeindruckend fand, ist der 5-Jahres-Vergleich mit 2019. Hier haben wir einen Clip davon. I continue to think we have to make fundamental changes in civil rights. And those civil rights, by the way, include not just only African Americans, but the LGBT community. He wants to get away with, get rid of the ability of Medicare to, for the ability for the... I did not oppose busing in America. What I opposed is busing ordered by the Department of Education. That's what I opposed. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if. You will determine the outcome of this election. Vote, vote, vote. If you're able to vote early in your state, vote early. If you're able to vote in person, vote in person. Vote whatever way is the best way for you, because you will. He cannot stop you. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more Border Patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Und zum Schluss des Rückblicks haben wir noch eine Compilation von Don't Walk Run, ein äußerst empfehlenswerter Kanal. Wichtig anzumerken an der Stelle, dieses Video ist bereits ein Jahr alt. Also das sind jetzt nicht Fälle aus den letzten 3 Wochen. Schon vor einem Jahr ließen sich Clips dieser Art zusammenstellen. He touched down not even 4 hours that ago. That was a quick trip, but as you said, very impactful. He has allocated to invest in police departments and training of police officers. It appears as though the president did have a slight trip there as he's boarding Air Force One. No matter what their cost, 2, 10, 12, 15, oops, stepping on them, that's black, anyway. Joe Biden wants to run again when he can barely walk.
Sad, really. Anyway, that's it for now. Follow me on Twitter at Don't Walk Run. Be sure that you're still subscribed to the channel. And as always, thanks for tuning in, and I hope to see you next time. If there is next time. Hast du das eigentlich erwartet? Hast du erwartet, dass die jetzt sagen, das ist jetzt genug, wir können nicht mehr länger so tun, als wäre der Normal in der Birne? Nee, ich hätte eher gedacht, dass deutlich mehr Leute so tun, als wenn nichts wäre. Sich darauf konzentrieren, dass Trump hier und da mal nach einer Kommastelle falsch gelingen hat oder sowas. Ich hätte das nicht erwartet, nee. Ja, ich bin auch borderline schockiert davon. Man kann rückblickend auch sagen, dass er in der ersten Debatte 2020, auch wenn er seitdem nochmal massiv abgebaut hat, Glück hatte, dass das Ganze ein Schreiwettbewerb wurde. Ich weiß noch, dass die zweite Debatte, die Town Hall Debatte fiel ja aus, dann die letzte Debatte, noch deutlicher für Trump ausging. Ja, das Ganze wurde halt ein Schreiwettbewerb und Trump hat ihn sowieso immer unterbrochen, was eine schlechte Idee ist bei Joe Biden. Du musst ihn einfach reden lassen. Er kommt in seine Stotterer, wenn er zu lange reden kann. Ne? Nicht, wenn er das Wort abgeschnitten bekommt oder so. Und dann verzeiht man ihm seine Stotterer auch mehr. Tja, die US-Mainstream-Medien haben anfangs tatsächlich noch versucht, das Ganze irgendwie unterm Deckel zu halten, sich das zurechtzukopen, die Situation im öffentlichen Auge zu retten. So etwa Rachel Maddow, das ist die Moderatorin einer amerikanischen Late-Night-Show, sowas ähnliches wie die Heute-Show ist das, die hat das hier gesagt. As the president became sort of stronger, including literally his voice, the strength of his voice over the course of the night, probably peaking towards the very, very end of the debate. Really, Rachel? This was how Biden finished at the end. He wants to get rid of the ability of Medicare According to her, that was his strongest moment. Das haben die für vielleicht 5 Stunden oder so probiert, haben sich dann gesagt, okay, das wird nichts mehr, die Leute fressen das nicht. Und dann wurde der Ton, so wie wir es jetzt sehen werden, von CNBC, also einem kompletten Mainstream-Outlet, einem Anti-Trump-Outlet, Pro-Biden-Outlet aus Amerika, wo ein Wahlumfragenexperte zu Wort kommt, der ein Testpublikum unterhalten hat, das sich die Debatte angeschaut hat von Leuten, die unentschlossen waren, wen sie wählen sollen, die in der Vergangenheit immer wieder hin und her geswitcht sind zwischen den Republikanern und den Demokraten. Und über dieses sagt er das hier. As for that is Frank Luntz. He is FIL pollster and political strategist. Frank, what did you think? In my entire professional career, I've done 32 debates. Never has someone performed, and I was very upset with Donald Trump in 2020. I have never seen a performance like I saw last night. My focus group all came in undecided, all from swing states. 12 of the 14 swung to Donald Trump, only one to Joe Biden. We've never had that before. We are truly in uncharted territory. And what blew me away the most was that Joe Biden voters in 2020 don't want him on the ticket in 2024. The reaction, you had 14 swing voters from these states. All undecided, all voting Republican and Democrat back and forth over the last 10 years, and boy, did they swing. Thanks for that. Also im Mainstream erzählt uns hier die Wissenschaft TM, dass ihre Fokusgruppe in 12 von 14 Fällen in die Richtung von Trump umgekippt ist und dass sie so etwas noch nie in ihrer gesamten Karriere gesehen hat. Absolut unglaublich. Für mich heißt das übrigens im Umkehrschluss, dass 2 von 14 der Befragten dort eben vorher nicht unentschlossen waren. Die müssen schon vorher so getan haben, als wenn sie unentschlossen wären, aber waren eigentlich entschlossen, Biden zu wählen. Weil nach der Performance dann zu sagen, na, ich habe mich für Biden, also ich war unentschlossen, dann habe ich das gesehen und denke, Biden ist der richtige Kandidat für mich. Ja, oder ich bin weiterhin unentschlossen. Ne? Ich meine, man könnte höchstens noch ihnen so weit entgegenkommen, dass sie vielleicht entschlossen waren, unentschlossen zu bleiben. Ne? Aber ich denke auch eher, dass wir werden Biden Janer gewesen sein. Tja, ich habe gerade schon kurz angesprochen, dass Team Biden weiterhin in die Schlange hält, dass Barack Obama einen Tweet rausgehauen hat, in dem er versucht hat, das Ganze zu retten, die Situation nochmal umzudrehen. Biden hat auch selber dann noch einen Auftritt, wo er gesagt hat, if we get knocked down, we get back up again, ne? In Anlehnung an diesen Song. Und ja, mein Vater hat mir beigebracht, du darfst dich nicht mutigen lassen und so weiter. Also der Plan ist offenbar heiter weiter. Wenn das also eine Art Deep State Biden-Team-Plan war, um ihn doch noch abzusägen, mit genug Zeit vor der Wahl, ein paar Monate vor der Wahl,
dann scheint das gescheitert zu sein. Es sei denn, es gibt jetzt noch eine große Revolte von etwa den Spendern oder so, ne, die ihm sagen könnten, wir geben dir kein Geld mehr, wenn du nicht zurücktrittst. Ne? Oder alle Leute um ihn herum sagen ihm, du musst zurücktreten. Er scheint entschlossen zu sein und die Obamas, die Leute im Hintergrund scheinen entschlossen zu sein, ihn weiterhin als den Kandidaten zu führen. Das wird lustig. Das wird richtig, richtig lustig im September. Oh ja, ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich frage mich, wann, ich habe das sicherlich schon gehört, aber es vergessen, wann der Tag ist, wo das dann gesetzt ist. Es gibt ja irgendeinen Tag, ich weiß nicht, ist das eine Woche vor der Wahl, ist das ein Monat vor der Wahl, ne, wo, wenn die Parteien sagen, das ist unser Kandidat, dann ist das deren Kandidat, es sei denn, der wird erschossen oder sowas. Meines Wissens gibt es nur zwei Möglichkeiten an diesem Punkt. Entweder die Delegierten, die gewählt wurden, in dem Glauben von den Wählern, dass sie auf jeden Fall Biden dann zum Präsidenten machen würden, die entscheiden sich nochmal anders. Glaube auf der Convention, die jetzt ist, in 30 Tagen oder so, Anfang August. Mhm. Oder Biden selbst tritt zurück. Und ansonsten ist Schlecken. Also wenn nicht eine von diesen beiden Sachen passieren, dann bleibt Biden der Kandidat. Können die nichts machen. Na, ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Obwohl auch, also auch beides wird enorm unterhaltsam. Ne? Die Shitshow, also versuch mal noch Primaries nochmal in irgendeiner bedeutungsvollen Art und Weise abzuhalten, sodass die Leute ja nicht sagen, ja, für den habe ich nicht gewählt, ihr setzt mir jetzt auf einmal irgendeinen anderen Typen hier vor die Nase, dann wähle ich einfach gar nicht. Mhm. Ne? Oder wähle vielleicht sogar im schlimmsten Fall für die Trump. Also das kann lustig werden, egal wie die das machen. Das wird richtig, richtig lustig. Ja, ich hoffe auf eine sehr unterhaltsame Wahl 2024. Dann ja, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mir hat es heute viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und wir sehen uns dann nächste Woche, wie immer, bei der nächsten Honigwabe live um 18 Uhr. Bis dann.